Und damit herzlich willkommen, liebe Battlefield-Freunde, zu Battlefield 1. Weiter geht's mit den Kriegsgeschichten. Und nachdem wir ja schon Stahlgewitter und Morast und Blut fertig haben, habe ich gedacht, wir schicken uns mal in die Wüste. Nichts steht geschrieben. Kapitel 5 oder Akt 5 ist es ja. Es ist ja so ein Aktsystem hier. Und da stürzen wir uns jetzt mal rein. Ich wünsche viel Spaß bei der Einleitungsgeschichte. In den Jahren, bevor ich nach Frankreich kam, tobte in den Wüsten Arabiens ein Aufstand. Die Beduinen führten dort einen Krieg, der sich gänzlich von allem unterschied, was wir aus den Gräben kannten. Mit kleinen, beweglichen Einheiten forderten sie die Macht eines Großreichs heraus. Vereint durch die Vision eines einflussreichen Kriegers. Eine Vision von Freiheit und Veränderung. So, es geht um Lawrence von Arabien und wie ihr hier unten ja schon sehen könnt. Wir spielen wieder auf normal, da haben wir uns beim letzten Mal zwar hier und da ein bisschen komisch und ein bisschen doof angestellt. Aber das wird schon gehen. Es sind drei Kapitel im fünften Akt und wir starten mit offen versteckt. Schließe dich dem Wüstenfeldzug von Lawrence von Arabien an. Da sind wir doch mal gespannt. Al-Jadar, Mesopotamien, Frühling 1918. Der Erste Weltkrieg beherrscht den Globus. In den Wüsten des Mittleren Ostens rebellieren arabische Stämme gegen ihre historischen Unterdrücker, das Osmanische Reich. Das hier kann ich nicht lesen, dafür wird es wahrscheinlich wieder zu schnell werden. Müsste Pause machen. Ich lese mir das auch erst nach dem Aufnehmen dann nochmal im Detail durch. T.E. Lawrence, ein unkonventioneller britischer Offizier, arbeitet mit einer kleinen, aber mobilen Rebellentruppe zusammen. Da die osmanischen Streitkräfte nicht direkt bekämpfen können, müssen sie einen anderen Weg finden. Bäh. Ja, ist viel zu früh zum Aufnehmen. Die arabische Wüste. Ein gewaltiges Meer aus Sand und sonnenverbrannten Felsen. Und unter den endlosen Dünen Öl. Schwarzes Gold. Der Lebenssaft eines neuen, mechanischen Zeitalters. Seit mehr als 400 Jahren herrscht das Osmanische Reich über das Land und all seine Schätze. Doch nun regt sich Widerstand. Kleine Banden aufständischer Beduinen haben sich zusammengetan, um das Reich zu stürzen. Sie kommen ohne Warnung. Und verschwinden dann in der Wüste. An ihrer Seite kämpft ein einsamer britischer Offizier, dessen Heldentaten in aller Munde sind. Die Welt gab diesem Mann den Namen Lawrence von Arabien. Nichts steht geschrieben. Oh, ich finde diese Musik, die untermalt das Ganze so richtig wunderbar, diese epische und eingehende Musik ist einfach genial. Daran sieht man wieder, wie wichtig die richtige Musik für eine gute Story ist. So, ich nehme mal noch einen Schluck Kaffee zwischendurch. Benutze ein Fernglas, um Feinde zu entdecken. Dieses Ruckeln in den Zwischensequenzen, das ist leider tatsächlich so. Eine kleine Patrouille hatte sich den Osmanen angeschlossen, die den Unfall überlebt hatten. Gemeinsam bewachten die Männer das Wrack und warteten auf Verstärkung. So, also die Zwischensequenzen, die ruckeln tatsächlich so, leider. So, das wird wahrscheinlich unser Fluchtpferd nachher sein. Gucken, ob wir hier noch irgendwen übersehen haben. Nö, sieht nicht so aus. Müssten alle sein. Ach, da ist noch einer. Neues Einsatzziel. Benutze die Dachluke. Habe ich auch... Oh, ich habe jetzt echt nur den Kartoffelschäler. Alter, na das wird ja heftig. Ein einsamer Krieger hat gegenüber einer Streitmacht nur einen Vorteil. Er kann sich unbemerkt bewegen. Versuchen zu tun, was uns richtig erscheint. Und räumen all jene aus dem Weg, die uns davon abhalten wollen. Koste es, was es wolle.
Den hätte ich fast übersehen hier. Schusswaffen sind zwar mächtig und effizient, aber sie erregen Aufsehen. Eine Reaktion der Osmanen würde also nicht lange auf sich warten lassen. So, warte mal, an den schleiche ich mich mal hinten rum ran. Ah, nicht gucken. Er quatscht erstmal das Pferd zu. Okay. Etwas zu sehen oder in den eigenen Händen zu halten, ist ein himmelweiter Unterschied. So, ich nehme aber trotzdem mal schon mal ein bisschen was mit. Ach so, das war ja so ein Ablenkteil. Und ein paar Granaten. So, ich möchte aber mal wie... Ach, das... Scheiße. Das war jetzt so nicht geplant, Leute. Wartet mal. Nee, warte mal. Wir starten mal am Kontrollpunkt neu. Da habe ich mich jetzt gerade... Ich habe geguckt, wie ich jetzt auf das Messer umschalte. Und machen wir das halt nochmal. Eine kleine Patrouille hatte sich den Osmanen angeschlossen, die den Unfall überlebt hatten. Gemeinsam bewachten die Männer das Wrack und warteten auf Verstärkung. Schusswaffen sind zwar mächtig und effizient, aber sie erregen Aufsehen. Eine Reaktion der Osmanen würde also nicht lange auf sich warten lassen. Okay. So. Na, das war bis hierhin war ja alles noch relativ simpel. Kurz warten, bis der sich zu dem Gaul dreht. Na komm, dreh dich zum Pferd. Jetzt. Ich versuche das mal hier im Stealth-Modus. Warte mal. Das Areal ist ja groß genug. Nein. Okay, jetzt hat er sich hingehockt. Jetzt muss ich gucken, dass ich den Sandsturm ein bisschen zu meinem Vorteil genutzt kriege. Hier vorne stand da auch noch einer.
Wo ist denn der jetzt hin? Wenn dein Feind bessere Waffen und Ausrüstung hat als du selbst, bestiehl ihn. Gewehrgranate. Ach, das ist so ein Ding. Okay, der hat jetzt nicht mehr genug Zeit gehabt, um Alarm auszulösen. Sehr schön. Gerade noch so geklappt. Komme ich hier hinten raus? Nee, wa? Nee. Das sind diese... Dieses Feldtagebücher, die man sammeln kann. Etwas zu sehen oder in den eigenen Händen zu halten, ist ein himmelweiter Unterschied. Ganz ruhig und bloß nicht furzen. Und ich habe jetzt natürlich nur dieses blöde Ding. Scheißdreck. Scheiße, jetzt habe ich nicht mehr Munition für das Ding. Ich muss mal irgendwo gucken, dass ich jetzt irgendwo eine Waffe herkriege. Alter, oh, jetzt hebt er die Waffe nicht auf. Mann. Muss kurz warten, bis ich wieder... Ey, der hebt die Waffe nicht auf. Das gibt's nicht. Beil. Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich wenigstens erstmal eine Knifte. Können ja nicht mehr viele übrig sein. Wo ist er denn? Mist. Okay. Ich glaube, das müssten jetzt alle gewesen sein. So, jetzt haben wir erstmal noch eine zweite Waffe.
Ja, das ist zwar dieses blöde Sturmgewehr, das so ewig lange zum Nachladen braucht, aber das ist erstmal egal. Da können wir noch mal gucken, ob wir noch was anderes finden. Ah, Panzergranaten. Ich glaube, es macht mehr Sinn. Jo, tauschen wir mal aus. Ah, das brauchen wir nicht. Und hier sind noch mal ein paar normale Granaten. So, jetzt haben wir uns erstmal ein bisschen ausgerüstet. Und dann geht es mal ab in die Dachluke. Suche das Codebuch. Das Codebuch. Oh oh. Nicht schön. Die Holde Schöne ist erwischt worden. Tja, du dachtest nicht, dass wir rechtzeitig hier sein würden, um dich zu stellen, oder? Lawrence von Arabien. Nun wird der Jäger zum Gejagten. Also, wer bist du? Wirklich sehr amüsant, meine Liebe. Ahmed. Amüsant? Gäbe es keine Männer wie sie, wäre ich frei. Frei also? Du bist frei, wenn du stirbst. Und ich verspreche dir, das Reich wird euch allen diese Freiheit schon sehr bald schenken. Während wir hier stehen, flügt eine Bestie durch die Wüste, die eure Freunde, Familien und Häuser ebenso vernichtet wie eure Schlupfwinkel. Bald könnt ihr nirgends mehr hin. Es ist vorbei. Bald ist alles, was ihr kennt und liebt, nur noch Asche. Und dann habt ihr eure Freiheit. Ihr Bestien! Sarah! Ich weiß, dass du dir nichts mehr wünschst, als diesem Mann die Haut von den Füßen abzuziehen und ihn nackt in die Wüste zu jagen, damit er krepiert. Bedenk es nochmal. Du hast recht. Es tut mir leid, meine Freundin hier ist mitunter etwas schroff. Mit dem Zug kommunizieren zu können, bräuchtet ihr ein ganzes Buch voller geheimer Codes. Oh, Sie meinen dieses hier. Ihr werdet den Fortschritt niemals aufhalten. Eines Tages wird die ganze Welt nach eurem Land und dem schwarzen Gold unter seinem Sand greifen. Warten wir es ab, mein Freund. Natürlich reichte die Beschaffung des Codebuchs nicht aus. Um diesen eisernen Drachen zu zerstören, diesen Kanawa, wie die Osmanen ihn nannten, mussten wir mit drei verschlüsselten Befehlen seine Gefechtsbereitschaft aufnehmen. Die Osmanen hatten entlang der Eisenbahnlinie mehrere Außenposten errichtet, deren Kommandeure Kapseln für vordringliche Nachrichten bei sich trugen. Wir mussten unsere Befehle in diesen Kapseln verschicken, da sie der Zug sonst nicht akzeptiert hätte. Es würde nicht leicht werden, das Dorf zu infiltrieren, nachdem sich dort eine Abteilung osmanischer Soldaten häuslich eingerichtet hatte. Die Osmanen haben einen abgelegenen Wüstenposten eingerichtet,
Er ist nur leicht verteidigt, aber bestens mit Waffen und Fahrzeugen ausgestattet. Sie rechnen offenbar nicht mit einem Angriff. Die ganze Ausrüstung könnte nützlich sein, falls du sie verwenden möchtest. Die antiken Ruinen waren alles, was noch an eine längst vergessene Zivilisation erinnerte. Inzwischen hatte die moderne Welt des Osmanischen Reiches in Form von Panzerfahrzeugen und Feldgeschützen dort Einzug gehalten. 3 Kommandeure mussten eliminiert, 3 persönliche Nachrichtenkapseln gestohlen und mit unseren falschen Befehlen auf die Reise geschickt werden. Wie Sarah diese gefährliche und tollkühne Mission meistern würde, blieb ihr überlassen. So, und das nehmen wir uns in der nächsten Folge vor, denn hier machen wir jetzt erstmal Schluss. Ich sage jetzt hier erstmal danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Geschichte wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.